Es ist relativ früher Morgen und ich, Knäckebrot, sitze hier vor meinem PC zusammen mit einer Tasse schwarzen Tees, die ich mal hier vor meinem Mikro kosten werde. Schmeckt gut. Okay, fangen wir an. Ja, ist doch mal eine nette Begrüßung, oder? Gut, Kurkalom. Wir wollten ja mit dem Typ noch reden wegen, was war das, nochmal Fokus und so. Was willst du? Ja. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Ah ja. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Klar. Ja. Ausgezeichnet. Also ihr wisst das jetzt, denke ich, noch nicht, oder? Ach, ich meine, ja doch, ich habe euch das doch schon mal gezeigt in der Mine da. In der alten Mine, die Mindcrawler. Ja, Iberion. Sollen wir ihn anlügen? Ja, machen wir mal. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Ja, 50 Erz für nichts. Immer wieder gerne. Okay, lass mir mal weiter erzählen. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir, du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Okay, das sollen wir jetzt anscheinend suchen. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Ja, fragen wir mal das mal, wo ich es weiß. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Ja. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid, er wird dir helfen. Ja, machen wir das. Ja. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, dann wäre ich ja wirklich beruhigt. Das interessiert mich ja nicht. Und ja, jetzt ist hier so eine Entscheidung. Wenn wir jetzt das hier sagen, also dass wir da eine finstere Suche, dann bekommen wir, glaube ich, 5 Schriftrollen Licht. Also 5-mal Lichtzauber und so. Wenn wir das hier sagen, kriegen wir, glaube ich, 5 Heiltränke. Und da mir Heiltränke lieber sind als Lichtzauber, werde ich das auch sagen. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Ah ja, du willst also, dass wir nicht am Leben bleiben, aber die Aufgabe soll erfüllt werden. Ah ja. Aber die Aufgabe kann doch nicht erfüllt werden, wenn wir nicht mehr leben, oder? Also, bisschen sinnfrei, aber... Wir sehen uns. Ach, egal. Der Schläfer dich erleuchten. Ja, ja. Solange er die Stromrechnung noch bezahlt, ist alles in Ordnung. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Und wie spät haben wir... Ach, hier. 40 Lernpunkte haben wir. Oh. Und Stufe 7 habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ja, aber wie spät ist es? 14.08 Uhr, okay. Das heißt, wir sollen jetzt in die Mine. Und ja, ich denke, da gehen wir jetzt erstmal hin. Obwohl, vorher würde ich dann doch gerne noch was lernen. Also gehen wir nochmal zum alten Lager, würde ich so vorschlagen.
Das sieht so dunkel gerade hier aus. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas in den Grafikeinstellungen verändert? Wäre mir jetzt eigentlich nicht so bekannt. Ich trinke nochmal einen Schluck meines Tees. So. Und weiter geht's. Hüpfen wir mal hier. Auch wenn das ein bisschen bescheuert aussieht. Das ist mir so richtig vain, wisst ihr. So. Wahrscheinlich ist doch. Ja, ich hab sogar recht, seht ihr. Und hier falle ich fast runter. Was liegt denn hier? Ach, das ist nichts zum Aufsammeln. Das sah so aus wie irgendeine Pflanze. Was auch immer. Wie viele Erfahrungspunkte braucht man noch bis zum nächsten Level ab? Ja, ungefähr 3000. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zu Skeddy, der Eulenratte, und machen mal einen Ender 2, da das sehr sinnvoll ist, das kann ich euch schon mal so sagen. Vielleicht schauen wir noch ein bisschen Stärke rein. Ja, gucken wir mal. Ach ja. Ich habe jetzt etwas länger Gothic nicht mehr gezockt. Hab ja viel Witcher aufgenommen, wie ihr schon gemerkt habt, da jetzt viel Witcher hochgeladen wurde. Aber das Spiel hat mich schon so ein bisschen gefesselt. Also ich muss sagen, Witcher 2 ist wirklich klasse. Sagen wir es mal so. Aber ich will jetzt hier nicht über andere LPs reden, sondern über Gothic. Und ich werde direkt erstmal diesen Varan verwirbeln. Was uns auch gut gelingt. Tja, Skill ist alles, ne? So, und nochmal eine Sprungattacke. Ein Scavenger oder wie auch immer. Scavenger oder, ja. Da ist noch eine gute alte Bloodfly, auch schon lange nicht mehr gesehen. Obwohl, so lang ist es noch auch wieder nicht her. Oder nicht her, besser gesagt. Gucken wir mal, da hinten müsste dann noch ein Wolf sein, wenn ich mich recht erinnere. Und hier ist erstmal eine Waldbeere oder besser gesagt Waldbären. Jo, ich hatte recht, da ist ein Wolf und eine Blutfliege, die über die Brücke fliegt. Der Wolf ignoriert uns hier vollkommen. Aber, naja. Ach so, ich kann gar nicht looten. Schade. Ich glaube, die geben einem ja Fell und Zähne oder so. Geben ja auch einem Clown, obwohl, nee, ich glaube Clown nicht. Komm her, du Scheiße, ey. Und der Varan guckt uns schon so merkwürdig an. Komm her. Na, das sah auch ein bisschen assi, einfach von der Seite gesprungen. Und hier haben wir noch einen Scavenger. Komm her. Du alte Sau, du. So, der wäre auch geschafft. Okay. Ich würde gern looten. Wieso kann ich den gerade nicht looten? Moment mal. Jetzt geht's. Da war gerade irgendwie was auch immer. Hier unten müssen dann ja auch noch wieder ein paar Viecher sein. Mallrats oder so ähnlich. Yo. Hat mich mein Gedächtnis also nicht getrübt oder so ähnlich. Ja, hat auch keine Chance. Ach, diese Mallrats, die erinnern mich immer so an Schweine. Naja. Grunzen ja auch so ein bisschen wie Schweine. Ich weiß nicht. Und da ist ja schon das alte Lager. Ja, diese Speed-Ups, das ich mal in keine Ahnung welchem Part, aber ich habe ja einmal einen Speed-Up reingehauen und ich glaube, das lasse ich auch. Weil, ich weiß nicht, da kann ich es ja auch direkt offscreen machen. Das bringt ja nichts. Von daher... Ich glaube kaum, dass ich da bin. Ich gehe mal hier hoch. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht gewesen, hier oben. Fällt mir so ganz spontan ein. Und da haben wir noch einen netten Gardisten. Oh nein! Ach. Ah, ich denke schon. Ah, wenn wir erstmal die Leiter hier hochkommen. Ach nee, ach komm, Alter. Jetzt reicht's aber. Ja, es ist wirklich der letzte Scheiß. Hast du recht, Butler oder wer? Ach nein! Ey, willst du... Oh Gott! Ey, ich...
Ich komme nicht mal die Leiter hier hoch. Jetzt aber. Komm. Ach komm. Oh nein. Oh. Ach Gott, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich die Schnauze voll, warte mal. Scheiße, ey. So, so geht's auch. Ein bisschen umständlich. Für Gomez. Aber okay. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ah ja, und deswegen rede ich mit dir. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Oh, danke. Darf ich auch eins haben? Wäre echt cool. Lädst mich ein? Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Ah ja. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Warum? Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Das würde ich auch tun, denke ich. Ja. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Okay, aber Neck haben wir ja bereits gefunden. Das war die Quest für Sly. Die Sache wegen der Aufnahme beim alten Lager. Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ja, viel Spaß. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Tja. So ist das nun mal, mein Freund. Hat der gerade da... Habt ihr auch dieses Geräusch gehört? Ich glaube, der hat da gerade mal ein kleines Geschäft gemacht. Ne? Ihr wisst ja, dieses Geschäft, was man täglich abwickeln sollte. Aber okay. Ich glaube, ich habe euch auch noch gar nicht die Schmiede gezeigt. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Für Gomez. Ja, für Gomez, genau. Ja. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ich hätte einen Auftrag für dich. Was denn? Ich überleg's mir. Episch. Dieser Schleifstein ist etwas laut. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Nochmal. Na Schmied, wie läuft das Geschäft? Es geht dich das haben wir doch gerade. Vielleicht habe ich einen... Ja. Ja. Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. Jo so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Hab ich das was gesagt? Muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Klar, dass er dabei seinen Profit hat. Ich würde mich sehr... Was muss ich tun? Okay. Ja, das haben wir ja gerade. Allerdings braucht... Ja, ja. Aber ich möchte jetzt nicht schmieden. Weil wir schon eine gute Waffe besitzen. Habe ich vielleicht doch schon mit dem Schmied geredet? Ich weiß es gerade nicht so. Und, ah, dieser Schleifstein war extrem laut. Ich wollte eigentlich zu Scatty, genau. Und dann nochmal zu Diego vielleicht. Bisschen auf Stärke. Weil ich weiß, was da auf mich zukommen wird und ich verhaspel mich hier gerade. Aber ich wollte eigentlich sagen... Hey Mann, du hast mich geschlagen! Was sollte das? Ja, genau das wollte ich sagen. Ich stehe auf Schlagen.
Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, das sagst du mir aus einer Entfernung von 20 Metern oder so ähnlich. Oder 10 Metern, irgendwie so. Oh Gott, und eine Blutspur. Episch. Sketty, komm. Für Gomez. Ja, hau rein, Alter. Ich würde gern trainieren, ja. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, klar. Hier, 150 Erz. Oh, ist schon ein stolzes Sümmchen, aber das machen wir jetzt einfach mal. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut. Der nächste Schritt ist, du musst deinen Körper mehr einsetzen. Wenn du zweimal geschlagen hast, dreh dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Ja, cool, danke. Dann hoffe ich mal, werde ich bald ein Meister sein. Einfach fünfmal schlafen, dann bist du Meister geworden, weißt du. Und ach du Schande, ey. Ich finde das so geil. Guckt euch das mal an, ey. Hier sieht man genau, wo Matt entlang gegangen ist. Und da steht Matt. Die alte Sau. Den Streit vergisst du, okay? Fuck. Ach Gott. Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein? Ja. Hm? Und das muss ich jetzt leider überspringen, Leute. Weil mir der Typ ziemlich auf die Nerven geht. Lass mich vorbei! Ey, du. Wirst du hier wohl was schon verschickt? Schon gut, schon gut. Ja, das wollte ich aber erst mal hören, wa? Arschloch. Komm her, ey. So. Jetzt geht's erstmal zu Diego. Der wahrscheinlich draußen steht. Ja, hier ist er. Wie viele Punkte haben wir noch? 20. Stärke haben wir 18. Ich habe ja immer gern ein paar Lernpunkte in Reserve. Aber ich glaube, jetzt werde ich alle Stärke investieren. Da, oh Gott, haben wir das nicht gefragt? Oh mein Gott. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, ein bisschen Kampfkraft wäre ganz gut. Ja, nicht mehr auf das noch was. Ich mache jetzt alles rein, was ich habe. Das war's jetzt auch. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Ja, das weiß ich. Aber cool, danke. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja. Mach's gut. Ciao. So. Da seht ihr diese Bühne und die Typen, die da stehen. So, ich zeige euch jetzt mal was. Das ist nämlich so eine Art, ja, so eine Art Easter Egg, könnte man doch sagen. Wie ihr leicht erkennen könnt, ist das eine Band. Ihr werdet auch gleich sehen, welche. Oder ich sag's euch. Hochverehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und Butler, ich präsentiere Ihnen In Extremo. Genau, das ist In Extremo mit dem Lied Herr Manneling. Das ist eigentlich ganz nett von den DBs. Einfach mal eine Band hier in ein Computerspiel einzubauen, ist ja auch ganz lustig, die Idee. Aber da ich jetzt keine Lust habe, mir das jetzt nochmal anzuhören, ich kann euch vielleicht mal einen Link zum Musikvideo davon schicken, wenn ihr euch das mal ganz angucken wollt. Könnte ich ja mal in die Videobeschreibung reinpacken. Aber ich will jetzt noch Dings denn, Mann. Ich will jetzt noch zur Mine. So. Wir haben jetzt auch ordentlich Stärke, aber ich sollte mal mich heilen hier. Wenn wir etwas verletzt sind, futtern wir ein bisschen. Und ich speichere das jetzt nochmal ab. Spiel speichern unter. Das ist noch der erste Save hier. 17.3. Oh, schon was länger her. Der letzte war jetzt
vier Monate später meine ich. So. Wir nennen das jetzt mal nicht Let's Play, das ist ja ein langweiliger Name. Wie nennen wir den Kram denn jetzt? Mine, genauso langweilig, aber immer noch besser als Let's Play einfach. So, jetzt haben wir ja auch fast 40 Stärke, was auch schon ziemlich geil ist. Ich glaube, wir könnten jetzt auch schon fast einen, oder was heißt fast, wir müssten eigentlich schon einen Wolf one-hitten können. Ich glaube, auf dem Weg hier sind noch Wölfe. Und ich weiß, die 20 Minuten sind jetzt schon erreicht, aber ich will doch noch ein bisschen, ich will noch bis zur Mine, wisst ihr, ach, da ist da auch noch was, ich springe einfach zu schnell hier. Und da ein Mole Rat, den hätte ich fast übersehen, das geht ja gar nicht. Ja, tot den Mole Rats, ne? Dreckspilzfresser. Und daher sammle ich die Pilze, ich bin ja auch so ein Pilzfresser. Nee, ich mag keine Pilze, sagen wir es mal so. Und da sind noch ein paar Scavenger, soll ich die noch? Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Wie gesagt, ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Ich möchte noch bis zur Mine vordringen und was ich auch machen könnte mal. Ich meine, jetzt sind wir hier so im Wald, obwohl... Ah, nee, ich lasse das mal. Ich hätte jetzt fast eine Fackel angezündet. Und diese zwei Wölfchen. Ah, da, ich war hinten, aber fast. Wow, oh, der Scheiß, der hat mich erschrocken. Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass irgendwie noch so ein Vieh von hinten kommt. Ah ja, die können wir noch nicht looten. Das müsst ihr auch mal lernen bei irgendeinem Jäger. Aber noch eine Seraphis hätte ich gerne. Ich glaube, ja, kam noch irgendwie noch so ein Mole Rat oder so, da in so einer Höhle gleich. Da oben sind noch ein paar Blattfleiß. Und ein paar Pilze. So. Orkblatt, ja. Orks eben. Ja, hier, Mole Rats. Ich hab's doch irgendwie gewusst. Also, Mr. Metalman hat da schon recht, wenn er sagt, dass ich ein Fanatiker des Spiels bin. Aber es ist halt so mein Lieblingsspiel, ne? Ach, das Spiel ist auch wirklich genial eigentlich. Die Grafik, das ist das Einzige. Aber ich meine, das ist jetzt 10 Jahre alt, ne? Und dafür die Story. Darauf kommt's ja an. Also, ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich finde, dass die Story immer das Wichtigste bei einem Computerspiel ist. Und ich trinke jetzt mal einen Schluck Tee. Moment. Ach, so, das musste jetzt noch sein. Und ein Bier haben wir auch gefunden. Komm, Held, gönn dir mal ein Bier. Bin jetzt mal so nett. Reisschnaps, nee, so ein Fusel trinken wir nicht. Wir trinken, wenn, dann schon richtiges Bier. Komm. Und das machen wir mitten in einem finsteren Wald, am besten noch in einer dunklen Höhle. Ja, genau so ist es. Nachtschatten. Orkblatt. Ey. Über mir sind die Viecher, die Viecher. Die Viecher anscheinend. Oh, cool daneben geschlagen, aber... Naja, hier noch den Mole-Ratte, oder die Mole-Ratte, noch immer, die Ratte eben. So, wie spät ist es denn? Ist, ja, 18:30 Uhr, es kommt nämlich schon langsam so eine Nachtmusik hier. Also, ne, für den erfahrenen Gothic-Spieler, der erkennt sofort, dass die Nachtmusik eingeschaltet wurde. Und hier haben wir noch Waldbären, die wir natürlich nicht übersehen. Ja, und hier sind wir schon bei der Mine. Und ich würde sagen, ich hüpfe noch bis da vorne hin, zu den Templern. Und ja, bis hier sind etwa. Und sage, bis zur nächsten Folge. Ciao.